grüß euch zu dem Video. Wo sind wir? Am wunderschönen Dachstein. Schauen wir mal, ob es noch finster wird. Wir machen heute den Bichelweg. Haben wir gemacht. Der geht durch die Südwand rauf und ist neben dem Steinerweg einer von den großen Klassikern da in der Südwand. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dranbleiben. Viel Spaß! Alles geschlossen, Südwand hinten. Flo zieht sich seine Jacke aus. Natürlich wieder nichts zum Umziehen. Meine Wurst. Der Pichelweg ist die zweite große Tour in der Dachstein-Südwand und neben dem Steinerweg die am häufigsten besuchte Linie. So, mittlerweile schon ein Steigeisen. Unser Plan für diesen Tag war eigentlich der Steinerweg. Ein Lebensziel von mir. Sonnenaufgangsstimmung, Traum. Da die Tage Ende Oktober aber bereits sehr kurz sind und eine Woche vor unserer Tour Schnee fiel, wollte ich eine 21,5 Stunden Aktion wie in der Glocknerwand vermeiden. Zumal ich am nächsten Tag auch arbeiten musste. So entschieden wir uns kurz vorm Einstieg des Johann-Klettersteigs für den Pichelweg. Flo und ich sind jetzt eben schon beim Pichelweg. Uns stimmt die zweite Seillänge. Die Schlüsselseillänge ist erst unter dem Schnee gewesen. Ja, und da geht jetzt ein das Mantel da rauf. Da drüben geht es leichter, glaube ich. Die Route ist nicht ganz so schwer und hat laut Bergsteigen.com nur zwei knifflige Stellen. Die Einstiegswand mit einer Rissspur im vierten Grad und den Pichelschritt im oberen Wandteil. Jetzt ist es schon mal gegangen. Nein. Ich bin nur in Steiner. Ja, ist in Steiner weg. Und vor drei Wochen oder so die Top 7. Achso, gibt es noch eine? Ist die also. Die ist schwerer. Ne? Ah, okay. Was ist für Schwierigkeit? Die Top 7 ist ein 5er. Okay. Also ähnlich wie ein Stein, also wie der Steiner Weg. Ja. Ist die auch so lang wie der Steiner Weg? Nein, die hat nur 13 Seiten. Achso. Wo ist die? Ist die. Weiter links von uns. Aber zwischen, also nur vor dem Steiner weg. Jetzt sehen wir nicht mal kreieren. Schneidet da an. Im Vorsteg, Tourenauskunft. Ein Stück weiter links. Was uns von Anfang an auffiel, war folgendes. Die Topo von Bergsteigen.com hat uns hier bis zu den Ausstiegsbändern nicht weiter helfen können. Wir wussten nicht, ob wir am Anfang richtig geklettert sind, haben jedoch die Stände immer wieder gefunden. Gerade unsere erste Seillänge war sehr knackig. Um einen Block herum verklemmte sich das Seil. Gut für uns, dass zeitgleich eine zweite Seilschaft unterwegs war und wir uns so gegenseitig unterstützen konnten. Bis in den Pichelkessel haben wir dann doch relativ problemlos aufgefunden. Passt. Super, danke.
Sonne ist auch schon rausgekommen. Wir sind da jetzt am Anfang vom Bichelkessel. Da unten sind wir hergekommen. Flo ist jetzt mit den Steigeisen umgegangen. Ja, und da geht es dann irgendwo da weiter. Ab da wurde es aber richtig knackig. Wir kletterten vermutlich viel zu hoch und fanden uns in brüchigem Gelände wieder. Fanden ewig lang keinen Standplatz und waren vermutlich eine Zeit lang völlig falsch unterwegs. Nein, da passt sehr gut. Ich schau mal, ob es oben geht. Wir überlegten uns schon einen Plan B, wie wir aus dieser Situation rauskommen, sofern unser Zeitmanagement nicht hinhauen würde. Ja, da geht's auch vorbei. Nein, es ist zum Gehen, passt. Das Thema findest du in einem Video aufgearbeitet, das ich in der Videobeschreibung hier verlinkt habe und auf das ich ganz am Ende des Videos noch hinweise. Angestellt. Dann schauen wir. Ja. Das schaut da alles gleich aus. Ja, ich weiß. Aber das schaut jetzt da. Ja, ich mach schon. Aber da schaut es zumindest wieder.
Schlussendlich fanden wir aber doch wieder auf die Route und waren dann auch überglücklich, als wir wieder in einfacherem Gelände und beim Wandbuch landeten. Somit wussten wir auch, dass wir in der richtigen Route waren. Du bist bei einem Ring, oder? Ja. Und das war jetzt der 1 und 2 Gelände. Und zwar ist immer beim Laufen dran. Da müsste halt aber da das Wandbuch sein, oder? Ja, oder? Ja, habe ich alles mit. Flo, du bist der Hit. So, wir tun uns aber das zweite Seil auch auf. Das ist ja echt so blöd, mit dem ja. Da unten gar nichts hier drinnen. Mhm. Ja, wahrscheinlich schon. Wo geht's jetzt weiter da oben, oder? Das Panther? Überqueren weiter. Leider sind die Videodateien der Schlüsselseillänge beschädigt, sodass ihr hier den ausgesetzten Pichelschritt nicht sehen könnt, der aber auch a null gemacht werden kann. Von da an wurde die Linie durchwegs logisch für uns und das restliche Klettern war ein richtiger Genuss. Langsam freund ich mich doch noch mit der Tour. Schon langsam. Weil unten war es echt eine Katastrophe. Das war eine Unwissenheit. Ja. Wenn wir nicht gewusst haben. Ob wir überhaupt richtig sind. Ja. Das ist der Spalt da wahrscheinlich. Die Frage ist, ob es da vorne rausgeht oder da. Ist jetzt da gleich links. Da ist so links und dann rechts wahrscheinlich. So vier links, rechts. Ja, die hört es auch nochmal so füßmäßig gesagt. Access 4 minus. Yes! Whew.
passt schon. Passt. Los. Du hast mich? Ja. Um Zeit zu sparen, legten wir mehrere Seillängen zusammen und gingen das 60 Meter Seil auch teilweise am laufenden Seil aus. Ja, ein Schlaghaken. Auf den Ausstiegsbändern erreicht man nach einer Steilstufe den Ostgrat. Auf Bändern Richtung Norden querend kommt man auf den Schulteranstieg, zu dem wir ausgestiegen sind. Ja, ich weiß. Hure. Wir zwei sind jetzt ausgestiegen. Da ist der Schultersteig und über den steigen wir jetzt noch. Wir werden nicht mehr auf den Gipfel raufgehen. Schulter-Videos gibt es sehr viel von mir unten verlinkt. Wir gehen jetzt noch oben und unten werden wir noch ein Fazit machen. So, eigentlich wollten wir da ein Resümee machen, aber das ist die nächste Tour. Wo gehen wir heute hin? Faulkogel. Faulkogel, was geht durch den Eikarim? Schlüsselstürme haben wir schon geschafft. Genau. Das war die Autofahrt.
Mit der Flo. Servus. Hallo. Und Diana ist auch dabei. Aber wenn ihr die Tour nicht verpassen wollt, das ist nämlich meine Geburtstagstour, dann müsst ihr den Kanal abonnieren gleich einmal. Aber vorher machen wir heute, wie versprochen, das Resümee zum Bücheweg am Dachstor. Flo, wie ist denn dir vorgekommen? Ja, super war es, brüchig. Brüchig, ja. Hast du Bichelkessel. Hast du Ahnung, warum das so brüchig war im Bichelkessel? Ja, weil wir nicht ganz richtig waren, vermutlich. Ja, du hast absolut recht. Ich habe nämlich gestern auf die Nacht mit dem Paul Sodermin telefoniert. Und der Paul hat gesagt, den Bichelkessel hätten wir bei einem Mattal vorbeikommen müssen. Hast du einen Mattal gesehen? Das ist so eine Erinnerung, wo irgendwer abgestürzt ist. Hast du da irgendwas gesehen von einem Mattal? Nein. Ich habe ihm auch gesagt, das haben wir nicht gesehen. Und dann sind wir ganz wild um und um gereiht. Und haben dann schon gedacht, Deadline 17 Uhr, wenn wir das nicht schaffen, müssen wir einen Hubschrauber rufen. Auf jeden Fall, wir sind viel zu weit hoch oben gewesen. Nee. Und das war überhaupt nicht original, wird der Paul gesagt. Das glaube ich eh. Aber er hat gesagt, da gibt es viele interessante Varianten. Und war interessant, gell? Ja, war eh spannend, ja. Nein, gut durchgefunden haben wir. Und der Paul hat gesagt, wenn man da sicher raufkommen will, er führt die Tour und er weiß, wie der Weg ist. Das wird ein bisschen Adrenalin ersparen, gell? Den Weg haben wir dann eh gefunden. Ja, noch eine. Raus. Ja, aber ja. Und sonst war es aber voll lässig. Ja, nein, aber super coole Tour, ja. Ja, vielleicht das nächste Mal, dass wir uns, wir haben uns ja kurzfristig entschieden, dass wir einen Bichelweg machen, weil eigentlich war der Plan Steinerweg. Aber da habe ich noch gesagt, irgendwie habe ich kein gutes Gefühl dabei und machen wir gleich einen Bichelweg. Ja, wir sagen ein Abenteuer. Ein Abenteuer, aber gut ist gegangen, nichts ist geschenkt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wir beenden jetzt das Video, weil wir starten jetzt in die nächste Tour. In dem Sinne, bergheil, bleibt's geil. Ciao, für euch. Für euch.